Bei den oberen beiden Absätzen sind noch spezielle Formatierungen vorgegeben. Hier beispielsweise müssen zwei Wörter gelb markiert werden, gleißenden und stockfinsteren. Die Hervorhebungsfarbe ist dieses Symbol hier. Standardmäßig gelb, aber selbstverständlich kannst du jede beliebige Farbe wählen. Sieht nun so ein bisschen aus wie mit Leuchtstift überstrichen. Natürlich ist es gestalterisch nicht schön. Das wäre mehr eine Möglichkeit, auf einen Fehler oder ein Wort, das zu verändern ist, hinzuweisen. Im zweiten Abschnitt wird verlangt, dass alle Nomen kursiv sind. Nun, über diesen Button hier, kursiv, könnte man das machen. Es ist allerdings ein bisschen umständlich, da mit der Maus immer hin und her zu fahren. Deshalb merke ich mir den Kurzbefehl, das wäre Befehl I. Und so bist du doch wesentlich schneller. Und noch eine weitere Möglichkeit, die ich recht praktisch finde, vor allem eben auch für größere Textabschnitte. Ein sehr praktisches Werkzeug für Formatierungen ist dieser Pinsel, dieses Formatierung-Übertragen-Werkzeug. Diesen Text, den ich jetzt ausgewählt habe, beziehungsweise die Formatierung dieses Wortes, kann ich jetzt auf einen ganz anderen Abschnitt übertragen, wie du siehst. Und sofort ist es so formatiert, wie oben vorgegeben. Das wollte ich natürlich nicht, deshalb klicke ich hier auf Rückgängig, beziehungsweise Befehl Z. Hingegen, alle diese kursiven Texte möchte ich jetzt noch anpassen. Das mache ich mit einem Doppelklick auf das Formatierungswerkzeug und jetzt verlasse ich es nicht jedes Mal wieder, sondern es bleibt aktiviert, bis ich es wieder deaktiviere und du siehst, jedes Wort, das ich überfahre, bekommt sogleich diese Formatierung. Das ist doch recht hübsch.